Also ich denke mal, der erste und wichtigste Tipp ist einfach überhaupt erstmal Klarheit zu kriegen. Klarheit, was will ich überhaupt? Weil ich denke mal, so diese Unklarheit, diese Unsicherheit, wie geht es weiter, die ist sehr, sehr, sag ich mal, auch nervlich sehr belastend. Und dann natürlich, denke ich, ist es auch wichtig, sich zu informieren, welche Möglichkeiten, welche Rechte habe ich, vielleicht aber auch welche Pflichten. Das ist ja natürlich auch immer so ein Aspekt, der nicht ganz unwichtig ist. Und ja, da gibt es natürlich auch kostenlose Möglichkeiten, sich im Vorfeld zu beraten, also noch bevor es dann um diese ganzen finanziellen Dinge geht, vielleicht einfach zu sagen, es gibt vielleicht Schwierigkeiten. Oft geht es ja vielleicht bei den Schwierigkeiten wegen der Kindererziehung los, dass es Stress gibt, dass es Streit gibt, dass es zu, ich sag's mal, angespannten familiären Situationen kommt. Da gibt es die Erziehungsberatungsstellen, die einfach von der Caritas, von der Diakonie, die einfach kostenlose Unterstützung anbieten bei Erziehungsfragen, aber auch bei Trennung, Scheidung, aber auch einfach vermittelnd tätig sind, wenn es zwischen den Eltern Streit gibt. Und was jetzt auch meine Erfahrung noch ist, wenn man dieses Finanzielle alles geklärt hat, also egal ob jetzt Unterhalt oder die ganzen Vermögensverhältnisse, meistens kehrt dann auch im Hinblick auf die Kinder einfach mehr Ruhe rein.